sind Siegers. Ja! In Deutschland ist es nicht nur friedlich zugegangen, das ist absolut richtig. Millionen feierten bei der Weltmeisterschaft ein Fest. Aber einige waren gekommen, um die größte Fußballparty aller Zeiten zu stören. Fans, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Hooligans. Um den Hooliganismus auszurotten, müsste man jedem männlichen Wesen zwischen 14 und 40 die Hände und Beine abhacken. Dieser Film zeigt auch das hässliche Gesicht einer wunderschönen Veranstaltung, dokumentiert von der BBC. Zum Teil versteckt gefilmt. Wie wird es bei uns werden? Wird unsere Polizei diese Seite des Fußballs im Griff haben? Für die Euro zu üben ist nicht leicht, denn Österreich ist keine Fußballnation. Dennoch, sogar in Wien gibt es Rituale. Es ist Derby-Tag. Die Austria-Fans treffen sich im Zentrum der Stadt. Mitten unter den jungen Anhängern einige ältere Herren, Polizisten ohne Uniform. Hallo. Wir werden nicht geliebt, aber wir werden akzeptiert. Ja. Szenekundige Beamte sind bei jedem Spiel dabei. Also der internationale Trend zeigt, dass das die Zukunft ist. Szenekundige Beamten sind die Leute, die mit den Szenen Kontakt haben. Also ich habe nichts gemacht, was strafbar ist. Dann passt's ja. Die im Vorfeld schon deeskalierend wirken können, die wissen, wohin sich sozusagen die Emotion bewegt und auch dann, wenn sie im kriminalpolizeilichen Dienst tätig sind, identifizieren können. Das ist an sich der Trend. An sich sind Polizisten bei den Fans ähnlich beliebt wie Kameraleute und Journalisten. Das sind das, ja, wem hat er gefahren? Das ist einer der wenigen Orte, das wäre ein bisschen fußballsoziologisch, im weiteren Sinne, dieses Spiel Fußball, wo man wo Sichtbarkeit von Männlichkeit nur ausagiert werden kann, im alten klassischen Sinne. Kraft, Selbstinszenierung als richtiger Mann, in Zeiten dieser doch sehr verstörten Männlichkeitsrolle, die wir jetzt erleben. Unsere Aufgabe ist in erster Linie immer zu schauen, dass wir Dinge verhindern können, dass wir Ausschreitungen verhindern, kleine Zwischenfälle verhindern. Und das muss sozusagen ununterbrochen gesucht werden. Wo könnte etwas entstehen, wo könnte es ein Problem geben? Und durch unsere Szenekenntnis und durch unsere Bekanntheit können wir dann natürlich eingreifen und oft Dinge verhindern. In der Masse ist man stark. Deshalb ziehen die Fans geschlossen zum Stadion. Bei der EM wird jedes Match als Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft werden. Austria gegen Rapid gilt ebenfalls als High-Risk-Game. Das hat seine Gründe. Meine Güte, jetzt geht das wieder los. Wir haben im Frühjahr 19 Spiele etwa bei Rapid gehabt, wo nichts passiert ist. Und bei einem, nämlich beim Derby im März 2007, waren eben diese Ausschreitungen. Ja, das sind schon sehr unschöne Szenen. Ui, da wird geknüpft. Ja, da wird schon wieder abgeräumt. Da wird schon wieder mächtig abgeräumt. Unverbesserlich. Und dabei müsste sich herumgesprochen haben. Alles videoüberwacht. Die Übeltäter werden zahlreich ausgeforscht werden. Ich glaube, Fußball ist einfach der größte Sport und der Sport, der das meiste Publikum und das emotionalste Publikum bindet. Und daher hat man auch Randerscheinungen. Ja, im internationalen Vergleich sind die österreichischen Problemfans viel weniger und sie sind daher von der Dimension her sicherlich anders zu bewerten als die ausländischen Fans. Das bei Deutschland
bei der Weltmeisterschaft in Deutschland die englischen Fans Probleme gemacht haben, ist ja auch in der Zwischenzeit sehr wohl bekannt. Ne? Und trotz aller Ausreiseverbote und so weiter waren sicher etliche hundert Hooligans in Deutschland. Ne? Sie sind laut, stolz und leidenschaftlich und gelten als die gefährlichsten der Welt. Es ist eine tolle Stimmung. Es ist ein richtiger Spaß. Jeder versteht sich mit jedem. Die WM-Reise der englischen Fans beginnt in Frankfurt. Schon am Tag vor dem ersten Spiel gibt es Probleme. Im Zentrum der Stadt kommt es zu einer Konfrontation mit Deutschen. Die Polizei hält sich dennoch zurück. Hey, guck mal, das sind die Engländer. Immer Krawall machen. Immer. Nicht wir, die machen Ärger. Überall, wo Alkohol ist und eine unüberschaubare Menge, die Medien und die Bedrohung durch die Polizei, das ist wie eine Selbstentzündung. Und dann gibt es wirklich Probleme. Self-combustion, isn't it? It's gonna, you know, regardless of where you are, there will be problems. Das Rotlichtviertel von Frankfurt. In einer Bar haben sich englische Fans versammelt. Deutsche Hooligans starten einen Überraschungsangriff und die Engländer rächen sich mit purer Gewalt. Das, was bei den Engländern immer ein Problem ist, dass sie in Massen kommen, dass sie wahnsinnig fußballbegeistert sind und wenn 50.000 Leute zu einem Spiel kommen, dann ist es einfach so, dass Alkohol getrunken wird und dass dann vielleicht auch unter Einfluss von Alkohol da oder da zu nicht schönen Szenen kommt. Aber der richtige Hooliganismus, das muss ich ganz ehrlich sagen, haben die englischen Behörden in den Griff bekommen. Die Polizei trifft ein. Ein britischer Polizist in Zivil hilft, die Rädelsführer zu identifizieren. Die Deutschen machen Probleme, die haben angefangen. Also Hooligans gibt es so wenige, dass es kaum besprechenswert ist. Also die Anzahl von Leuten, die mit der reinen Absicht ins Ausland fahren, um Krawallen anzufangen, ist so winzig. Was ein viel größeres Thema ist, dass es ganz normale Fans gibt, die wollen nichts anfangen, aber sie sind auch nicht dazu bereit, einfach wegzugehen, wenn die provoziert werden. Wir waren in der Bar und die Deutschen dort drüben. Ich bin zu ihnen gegangen, hab gesagt, ihr starrt uns seit einer Stunde an. Wollt ihr es wirklich wissen? Die drauf, na klar. Und als ich mich umdrehte, gibt's ein paar leichte Schläge auf meinen Kopf. Ich hab dann eine Flasche geschmissen, das war's. Solche Situationen wollte man eigentlich vermeiden. 170.000 englische Fans wurden erwartet. Um Gewalt zu verhindern, war es der britischen Polizei erstmals erlaubt, in Deutschland Dienst zu versehen. Wir haben die Leute, die in Frankfurt angekommen sind, überprüft, um sicherzugehen, dass niemand, der auf unserer Sperrliste steht, nach Deutschland kommt. Und außerdem sind wir hier, um Unterstützung zu geben und unser freundliches Gesicht zu zeigen. Jemand, der hilft und ihre Sprache versteht.
eine Schande. Eine wirkliche Schande für unser Land. Das ist eine Form eines modernen Vandalismus, der völlig inakzeptabel ist. Man kann das gar nicht scharf genug verurteilen. Auch Wien hat den internationalen Hooliganismus schon kennengelernt. Deutsche Fußball-Rowdies randalieren vor einem Länderspiel in der Innenstadt. Das ist alles mit Rechnung. Da waren Sie von Anfang dabei, wie die so geschrien haben. Das ist ja eine Katastrophe. Für das kommen Sie da noch erst rein. Im Prater kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen österreichischen und deutschen Fans. Ein Messer wird gezückt. Ein Deutscher bleibt schwer verletzt liegen. Von Delfin 207. Drei Jahre nach diesem Vorfall wird in Österreich die Fanpolizei gegründet. Bei der Euro wird sie von Kollegen aus England, Deutschland und Holland unterstützt werden. Das war mir auch noch erschrecken, oder wie? Man ist sicher Theater. Du weißt das, wir sind normalerweise. Wir kennen einmal wahrscheinlich 70-80% der Fans persönlich. Und das ist natürlich schon auch sehr wichtig für den Fan, dass er hier natürlich schon rechnen muss, dass man ihn erkennt. Und dass entsprechende Anzeigen natürlich dann passieren. Und es nützt dann unter Umständen das Davonlaufen überhaupt nichts, weil wir wissen, wer er ist und wir gar nicht nachlaufen brauchen. Ne? Für Außenstehende mag vieles beängstigend wirken, aber Raketen und Knallkörper gehören bei Austria gegen Rapid zum Ritual. Genauso wie das Absperren wichtiger Hauptverkehrsstraßen. Im Moment sind wir noch im Toleranzbereich. Ja. Es ist eine Party, getarnt als Demonstrationszug. Doch so eine Party kann auch leicht in einer Auseinandersetzung enden. Rechts gelegen ein Lokal ist, was von Rapid-Fans frequentiert ist, da kurz danach auf der anderen Seite gleichfalls. Schauen wir halt, dass wir das halbwegs gesittet über die Bühne bringen. Ja, das ist halt der Brennpunkt. Rund um das Stadion gibt es eine Sicherheitszone und immer mehr Polizei. Im Hintergrund auch Spezialeinheiten, die im Notfall einschreiten sollen. Die, die so bedrohlich wirken, bringen auch Stimmung ins Stadion und geben Unsummen für ihr Hobby aus. Die Choreografien bei Austria und bei Rapid sind wichtige Momente des Fußballwochenendes geworden. Man muss sich mal vorstellen, wenn man ein Spiel ohne Choreografie, das ist ja dann, was ist für Rohmaterial für TV-Übertragungen, nicht besonders viel, das ist da völlig irgendwas dabei. Die Stimmung ist ja das, was man will am Sportplatz. Man will Zuschauer, die wirklich anfeuern, die bedingungslos hinter der Mannschaft stehen, wie das so heißt. Aber es ist halt schwer, dass sie die irgendwann einmal halt an Grenzen halten. Ne? Die gehen halt dann über die Grenzen und dann haben sie die Probleme. Während des Spiels stehen die szenekundigen Beamten mitten unter den Fans. Und auch in der Einsatzzentrale wird per Videoüberwachung darauf geschaut, wer über die Grenzen geht. An diesem Tag niemand. Im Stadion selbst sieht man kaum Uniformierte. Davor umso mehr. Man muss nicht vergessen, dass auch die Polizei auch ein Männerbund ist. Da treffen vielleicht, wenn man es politisch sagen will, zwei Männerbünde aufeinander. Die der Polizei, gegen den Männerbund der jugendlichen Fansubkultur. Geh mal.
Seit Monaten absolvieren Einheiten aus den Bundesländern eine Spezialausbildung. Man muss Eurofit werden. Aber auch viele Fans bereiten sich schon auf das Fußballfest vor. In Innsbruck, wo 3 EM-Spiele stattfinden, werden nächstes Jahr andere Touristen das Stadtbild prägen. Jene Fans, die sich hier treffen, organisieren für die Euro Fanbotschaften. Als Anlaufstellen für alle, die leidenschaftlich sind, aber mit Gewalt nichts zu tun haben wollen. Fair Play ist die Devise. Die Fußballfans werden eher gesehen als potenzielle Gewalttätigen. Und die Exekutiven bereiten sich dementsprechend für solche Sachen, wenn sie zum Fußballspiel gehen, weil sie einfach von vornherein annehmen, dass sie gewalttätig sind. Und natürlich ist es ein großes Ereignis, auf das wir uns vorbereiten. Es ist ein großes Ereignis, wie wir es noch nie gehabt haben. Aber ich glaube auch, dass die Beamten sehr motiviert sind, hier dieses Ereignis mitgestalten zu dürfen. Und es gibt ja auch sehr viele schöne Momente. Man darf immer nicht nur vom Worst Case ausgehen. Umso gastfreundlicher eine Atmosphäre ist bei so einem Turnier. Und da spielen alle Institutionen eine große Rolle. Da spielen die Städte natürlich eine Rolle. Da spielt die Polizei eine große Rolle. Alle haben eine Verantwortung, was die Atmosphäre angeht. Und umso gastfreundlicher so eine Atmosphäre ist, umso weniger haben potenzielle Gewalttäter auch eine Resonanz. Ja, der macht es nicht. Der kämpft nie vor ihm. Diese Angst, diese Panik, die die Menschen haben, ist auch von den Medien passiert. Medien wie Sie. Ein bisschen Zug anschauen. Hat einer Probleme, dann muss ich ihm helfen. Gewalttätige Anhänger gibt es in ganz Europa. Auch Polen hat Probleme mit Hooligans. Das Match gegen Deutschland zählte daher zu den heikelsten der ganzen WM. Vieles spielt damit. Der Zweite Weltkrieg, der Überfall auf Polen, Nationalismus, Rechtsextremismus. Wir haben eine Menge Detektive hier. Es sind Polizisten aus Polen in Zivilkleidung. Sie unterstützen die deutsche Polizei und informieren sie über potenzielle Gewalttäter. In Dortmund wird eine Gruppe mutmaßlicher polnischer Rädelsführer auf Ersuchen der verdeckten Ermittler in Vorbeugehaft genommen. Probleme sollen so erst gar nicht ihren Lauf nehmen. Aber Dortmund ist von Hooligans geradezu überlaufen. Verdeckte Ermittler kämpfen mit Fans. Hunderte Bereitschaftspolizisten versuchen, die betrunkenen Hooligans aus dem Zentrum von Dortmund zu entfernen. Die rivalisierenden Fans werden getrennt. Deshalb attackieren deutsche Hooligans nun die Einsatztruppe. Das sogenannte Bayerische Unterstützungskommando, eine Eliteeinheit zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, versucht, die Unruhen in den Griff zu bekommen. In Dortmund gibt es über 400 Verhaftungen. Trinbagonians, but that's the collective term for people from Trinidad and Tobago. This is your moment. Englands Team und seine Fans sind als nächstes in Nürnberg zu Gast. Gegen Trinidad Tobago gibt es einen Sieg zu feiern. Brasilianer sind ebenfalls in Nürnberg. Sie freuen sich über den Sieg gegen Kroatien. Doch sie werden von Engländern mit Schmährufen bedacht. Der harte Kern der Hooligans ist dank der Ausreiseverbote nicht da, aber sie werden durch andere ersetzt, durch britische Kampftrinker. Es ist ganz klar, dass Alkohol enthemmt und dass Alkohol eine massenpsychologische Wirkung hat und Fußball und Alkohol lässt sich nicht so leicht trennen. Das kann auch die Exekutive oder die Sicherheitsbehörden nicht. Wir haben für die Public-Viewing-Bereiche die Empfehlungen ausgegeben,
Alkohol so weit wie möglich hintanzustellen, ausnahmsweise Leichtbier, wenn es nicht anders geht. Es ist aber nicht so, dass automatisch alkoholisierte Fans gewalttätig sind. Die Nürnberger Polizei hält sich die ganze Zeit bewusst im Hintergrund. Auch hier gilt, so spät wie möglich eingreifen. Die jungen Kampftrinker nicht zusätzlich provozieren. Ist das die Subkultur? Ist das missverstandene Loyalität? Niemand versucht, dem entgegenzuwirken. Ich wundere mich, was dahinter steckt. Ist das Fußball? Passiert da etwas, von dem wir nichts ahnen? Wem gegenüber sind diese Leute loyal? Ich kann keinen Grund erkennen, warum sie sich zusammenrotten. Das Benehmen dieser Jugendlichen unterscheidet sich durch nichts von dem, was sich jedes Wochenende in vielen Stadtzentren Englands abspielt. Exzessives Trinken gehört dort zur Freizeitkultur. Das Einzige, was euch kümmert, ist eure dumme kleine Geschichte. Hängst hier rum und wartest. Du verdammter Drecksack. Bist du Engländer? Du betrügst die eigenen Leute. Fick dich, du Abschaum. Die nächste Station der englischen Fans ist Köln. Als 45 bekannte deutsche Hooligans in der Stadt gesichtet werden, wird erneut die Präventivhaft angewendet. Aber es gibt viele andere, denen es gelingt, die Polizei auszutricksen. England spielt unentschieden und steigt auf. Nach dem Schlusspfiff bricht in der Stadt Gewalt aus. Ein englischer Fan schlägt zuerst zu. Deutsche Fans, die sich auf dem Hauptplatz versammelt haben, werden attackiert. Unter dem üblichen Flaschenhagel trennt die Polizei die kämpfenden Lager. Warum verhalten sich Menschen in der Masse so aggressiv? Ehemalige Hooligans behaupten, dass die Mischung aus Angst und Adrenalin richtig süchtig macht. Für alles gibt es eine Therapie, für Alkohol, Glücksspiel, Drogen, Sex, aber für uns gibt es keine professionelle Hilfe. Mein Problem ist, ich bekomme die Fußballgewalt nicht aus dem Kopf. Der Platz in Köln wird geräumt, über 100 Randalierer werden verhaftet. Also die wirklich Gefährlichen sind die, die das organisieren, die aus der zweiten Reihe das lenken und dann hier sich den Phänomenen der Masse, das sich zugute zu kommen lassen, um hier aufzuschüren und aufzuschaukeln, damit die Masse dann läuft. In Köln, mitten in der Menge, ist so ein Mann, Ronald Kirsch, ein Planer internationaler Hooligan-Schlachten. Er organisiert Kämpfe in ganz Europa. Da kam eine gute deutsche Gruppe von dort, das waren ca. 300 Jungs. Ja, das war eine schöne Menge, bevor sie die Polizei gestoppt hat. Sie liefen den Bullen in die Arme und haben sie angegriffen. Nur 50 bis 60 kamen durch und es gab dann eine kleine Rauferei mit uns Engländern. Es ist ein gewisser Kick, diese Gewaltbereitschaft, dieses in der Masse hier Randale anzusetzen, nicht erwischt zu werden, die organisiert werden von hochintelligenten Menschen, die ein Doppelleben führen zum Teil, die gute Berufe haben. Hooligan-Führer Kirsch ist enttäuscht. Die Polizeitaktik und die Präventivhaft verderben ihm den Spaß. Da waren 80 Polen, aber 70 wurden vorher verhaftet, weil wir einen Kampf in Oberhausen vereinbart hatten. Ihre beste Truppe, ihr Anführer wurde gestoppt und viele Jungs. Und 10 ihrer besten Jungs aus Warschau wurden auch verhaftet. Es war ein Scheißtag. Der hat schon ein bisschen zu viel getrunken, was? Bisschen, aber trotzdem, Rapid ist eine Religion, es gibt sonst nichts anderes. Nur Rapid. Die Große ist ein so versteckt, das sage ich. Randale, kein österreichischer Verein hat so viele Anhänger wie Rapid.
Seit Jahrzehnten ist das so. Einige fanatische Fans sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Viel Arbeit für die Fanpolizei. Was das uns nicht sagt, steht auch so geschrieben, oder? Ein wichtiges Match in Salzburg steht auf dem Spielplan. Es ist warm, das ist auch nicht so ideal. Heiß und Alkohol, das ist immer eine gefährliche Mischung. Und darum wird es heute eine Herausforderung. Etliche angemietete Busse fahren Richtung Westen, jeder gefolgt von szenekundigen Beamten. Ein spezielles Escort-Service für die erlebnisorientierten Fans. Wir haben an sich bei allen Vereinen Probleme. Natürlich bei einigen mehr, bei anderen weniger. Bist du jetzt, dass der Rapid einen schlechten Ruf hat? Bist du jetzt drauf? Der schlechte Ruf ist bis zu einem gewissen Grad sicher gerechtfertigt, ja. Ist ja wahr! Du bist stolz am schlechten Ruf. Das ist ja etwas, auf das sie stolz sind. Und daher werden sie mit Vorwürfen, mit moralischen oder anderen Vorwürfen, dort keinen Erfolg haben. Du bist stolz, nicht ich! Und jetzt kommt es gleich zu einer Rafferei, ne? So entsteht das dann nicht mehr. Oh nein, ist ein Haverer. Das ist ja das, sie wollen die am meist gefürchteten Fans sein. Und hey, dazu, dass das Ganze ohne Grund, ohne allen. Ohne allen. Der hat auf einmal hingekommen. Ohne Grund, ohne allen. Was ist denn aus? Marschiert's. Wieso kommt es zu solchen Auseinandersetzungen? Ja, weil alle angesoffen sind, so auf der Seite, wir sind steppert. Also wirklich so eine Hooligan-Szene, wie es in England gibt oder so, oder in Polen oder zum Beispiel in Ostblockländern, die gibt es bei uns eigentlich so nicht. So massiv. In Salzburg, Austragungsort dreier EM-Spiele, probt die Exekutive den Ernstfall Euro. Es ist eine Bewährungsprobe. Die Erwartungshaltung ist, dass es ruhig in geordneten Bahnen abläuft. Sollte es nicht so sein, dann sind wir dafür gerüstet. Wir wissen, dass Uniformen, vor allem also martialische Uniformen mit Schutzkleidung etc., die natürlich notwendig sind für die Exekutive, aber sehr oft auch provozierend sind. Red Bull Salzburg hat sich vor kurzem von den extremen Fans getrennt. Dementsprechend ruhig ist die Ankunft. Ich komme heute in Häfen. Jetzt mal gleich mal die Handschuhe aufgeben. Nein, das ist eigentlich deppert. Nein, wenn man die Fans befragt, mit ihren Rätseln sie anschaut, beobachtet, das sehr interessant ist. Gerade die Jugendlichen, die ganz Jungen, präsentieren sich selber als ganz gewaltbereit. Kurzschlussreaktionen gibt es oft. Eine Dose fliegt Richtung Salzburger Spielerbus und verfehlt die eigenen Anhänger knapp. Also ich behaupte einmal, gerade die 16-, 17-Jährigen, die so gerade Männer werden wollen, einen großen Wert darauf, dass sie sehr, sehr gewaltbereit und männlich sind, unter Anführungszeichen. Also gibt es so viel Präsenz, Äußerungen in Richtung von Gewaltbereitschaft. Da, wir hauen hin, wir sind ganz viele junge Männer. Je älter, umso weniger. Kein Problem. Nein, es ist klar, dass da irgendwas passiert. Er ist einer meiner besten Freunde, aber... Komm her! Ich möchte... Also komm. Yes. Unsere Studien von 18 Jahren bis jetzt drauf zeigen eine deutliche Korrelation von Gewaltbereitschaft und sozialer Deklassierung. Tendenziell ist für Wien immer noch, denken wir mal, nachweisbar, wenn gewaltbereit, bei uns eher jugendlich und eher nicht aus allzu bestem Hause. Der Fansektor von Rapid wird von den Ultras dominiert. Viele vermuten, die Rapid-Ultras seien Österreichs gefährlichste Hooligans. Einige sehen das anders. Ich würde sogar behaupten, dass die Gewalt bei den Ultras wenigstens in Wien eher gering zu verorten ist, weil die ganz bewusst darauf schauen, dass das Ding möglichst solid zu halten nach außen hin. Ich behaupte noch einen Schritt mehr, dass die eigentlich so etwas wie eine Ordnungsmacht vorstellen im Sektor selber. Wir haben auf der einen Seite den Käfig, wo wir die Fans hinter Gittern sperren, und auf der anderen Seite haben wir VIP-Clubs, wo, wenn ich an Sturm Graz denke, an den ehemaligen Präsident Katnick, der sogar goldene VIP-Sesselbezüge geschaffen hat. Und hier müssen wir ein gewisses Gleichgewicht wieder schaffen.
Weil Fans sind auf gar keinen Fall Feinde. Und manchmal werden sie so betrachtet, auch in der Öffentlichkeit. Rapid verliert. Uniformierte in Körperschutz marschieren auf. Das wollte die Fanpolizei vermeiden, denn sie setzt auf Dialog und Deeskalation. Ich glaube, es wäre nichts passiert, wenn die Polizei dort nicht aufmarschiert wäre. Sie hätten bestimmt auch Pulver gezündet, aber sonst Knallkörper und so weiter wären nicht geflogen. Nämlich insbesondere nicht auf die Kollegen. Man hat dann wieder gesehen, wie die Polizei kommen ist, war man sofort das Feindbild. Ein paar Wochen später. Kapfenberg im Ausnahmezustand. Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Rapid und Dynamo Zagreb zeigen Hooligans aus Kroatien, was alles passieren kann. Mitten unter ihnen ein Führer der Ultras und etliche andere Rapid-Anhänger. Ja, die größte Gefahr ist halt immer, dass ausländische Fangruppen kommen und unsere dann glauben, jetzt haben wir günstige Gelegenheit und machen mit. Die lokale Polizei ist hoffnungslos überfordert. Diese Personen sind extrem fanatisch und haben halt kaum Aggressionsschwellen. Die haben nie gelernt, mit Aggressionen umzugehen und damit geht's los. Auch wenn er nachher sagt, das war Blödsinn, in der Situation macht er es und vermutlich wird er es in der nächsten Situation auch wieder machen. Scheiße! Du Sauter! Du Sauter, Dreckige! Du Schwein! Etliche Anzeigen folgen. Und wie so oft werden Stadionverbote ausgesprochen. Seit kurzem können gewalttätige Fans auch aufs Kommissariat geladen werden. Dort versucht man es mit Überzeugung. Ja, die Gefährderansprache, das ist ein sehr gutes Instrument, das ist ein präventives Instrument. Da werden Leute, die das erste Mal auf einem Fußballplatz oder bei einer Sportgroßveranstaltung auffällig geworden sind, einfach aufs Kommissariat geladen und ihnen gesagt, dass das nicht rechtmäßig ist, was die Folgen davon sind, dass man Arbeitsplatz verlieren kann, dass man vorbestraft werden kann, dass man eventuell ins Gefängnis gehen muss und man sich so seine Zukunft verbaut. Nützt das nichts, wird man während eines Spiels vorgeladen. Die österreichische Form der Präventivhaft. Polizeibesuch statt Matchbesuch. Bisherige Methoden helfen angeblich nicht. Diese Auseinandersetzungen waren am Parkplatz vor dem Stadion und es waren Leute, die Stadionverbot haben, dabei. Also wenn die sich entschließen, irgendwo anders zu raufen, werden sie es auch mit Stadionverboten nicht verhindern. Vielleicht mangelt es aber ganz woanders. Nur ein Verein leistet sich in Österreich einen professionellen Sozialarbeiter. Das gibt es ja kaum mehr. Es gibt ja kaum mehr Sichtwerk im Fußballkontext. Es gibt kaum Sozialarbeit in Österreich. Es gibt fast nichts. Es gibt keine Fanprojekte, nichts dergleichen, die es sonst so rund gibt in Europa. Ist bei uns nicht mehr. Die gibt es nicht. Ich glaube, dass durchaus das sinnvoll wäre, da sehr behutsam, nicht irgendwie mit dem Zeigefinger belehrend, in die Kultur reinzugehen und sagen, sei es doch brav, sondern zu schauen, was braucht es hier. Was willst du haben von uns? Stuttgart. Hier kommt es während der WM zu den schwersten Ausschreitungen. Hunderte englische Fans kommen schon 3 Tage vor dem Spiel gegen Ecuador und nehmen in der Innenstadt eine Treppe in Beschlag. Sie beginnen, Passanten zu beleidigen. Die Polizei verliert schließlich die Geduld. Viele werden inhaftiert. Erstmals wird die Präventivhaft auch gegen englische Fans angewandt. Also eigentlich waren die Zahlen von Leuten, die in Haft genommen worden sind, in Stuttgart und später in Gelsenkirchen, die waren relativ hoch. Aber die Leute, die eigentlich vor Gericht gekommen sind, die Zahlen davon sind winzig. In Deutschland gibt es einen Begriff, den wir überhaupt nicht haben bei uns, dass die in Gewahrsam in Haft genommen werden. Also sowas geschieht bei uns überhaupt nicht. Und die meisten davon haben überhaupt nichts gemacht. Aus unserer Sicht sind sie alle unschuldig. Wenn die also
nichts bewiesen worden ist vor Gericht, dann sind die unschuldig. Am nächsten Morgen werden alle wieder entlassen. Einige werden mit einem Aufenthaltsverbot belegt und dürfen Stuttgart nicht mehr betreten. Doch tags darauf sind sie wieder da. Während englische Fans in Stuttgart dem Spiel gegen Ecuador entgegenfiebern, konzentriert sich Deutschland auf das Match gegen Schweden. Eine riesige Menschenmasse versammelt sich, um das Spiel auf einer Großbildleinwand zu sehen. Die deutsche Polizei wird von den britischen Kollegen gewarnt. Die Fans sollen sich diesmal nicht zu nahe kommen. Der Hinweis wird ignoriert. Deutschland gewinnt, sehr zum Missfallen vieler Engländer. Dann ein Akt der Provokation. Ein Fan bespuckt eine deutsche Fahne. Das wirkt. Und bald fliegen Fäuste und Stühle. Einige versuchen verzweifelt herauszukommen, denn es zeichnet sich ein Krawall im ganz großen Stil ab. Erst jetzt schreitet die Polizei ein. Lange hat man zugewartet, in der Absicht, die Situation nicht zusätzlich anzuheizen. Jetzt ist es mit Dialog und Deeskalation vorbei. Ab nun gilt keine Toleranz mehr. Mitten in dem riesigen Chaos wird weiterhin Bier ausgeschenkt. Es fließt in Strömen. Es gab Bars, die hätte ich geschlossen. Aber es gab auch Straßenhändler und die verkauften ebenfalls Alkohol. In Stuttgart trank jeder von denen im Schnitt 17 Liter Bier. Von der deutschen Presse und Medienlandschaft konzertiert als freiliches Event präsentiert worden ist von Beginn an. Wir haben es durchgehalten gegen alle realen anderen Dinge, die auch passiert sind. Das ist nicht einfach